Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Schloss, ne? Unser nächster Auftrag ist ja, wir sollen ins Schloss gehen. Bin ich mir nur nicht sicher, welches wir davon machen wollen. Nähere ich den falschen Souverän? Machen wir das, das hört sich interessant an. I see no harm in making use of them as needed, Master. There's no great shock to me. Wir müssen auch noch gucken, was der Bettler da will. Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. We're off to Vernworth Palace then. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. We're in your hands, sir. Much well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the. Shall we get some rest then? Jo, wir wollen einmal resten, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Vielleicht müssen wir ja fighten. Das kann ja möglich sein. Wer weiß. Und dann müssen wir uns das Gelaber nochmal anhören. Und wir wollen einlagern. Wir lagern. Komm, wir lagern einfach alles davon ein. Und dann gucken wir, was wir daraus craften können. Dann gehen wir zum Mischen. Die ganzen Sachen können wir. Oh, wir haben wieder ein. Mama, haben wir nicht. Haben wir noch einen Käfer gefunden? Obwohl, es kann auch sein, dass die einen gefunden haben und ich das nicht realisiert habe. Das kann gut möglich sein. Wir haben das vorhin. Wir haben 5000 Gold und das als Belohnung bekommen. Ich habe das vergessen aufzunehmen. Ne, die Bergmannshose haben wir bekommen. Das war. Das ist jetzt nicht in der Aufnahme gewesen. Die hat uns der Typ gegeben, für den wir mit dem Ochsenkarren fahren mussten. Und wir haben ein neues Cape. Klingen Wied. Schlag Wied. Wied. War das Wort Widerstand zu lang oder was? Das passt doch da locker hin. Widerstand. Klingen Widerstand. Das sind so Übersetzungsdinger. Ich würde sogar sagen, den legen wir gar nicht rein. Wir legen den rein. Treated to the foremost hospitality in all. Much obliged. Ja. Wir nehmen den Umhang und legen das rein und upgraden den. Der hat nämlich Widerstände drauf. Here, if you please. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when. Einlagern. Warte mal, wir könnten Günther das Cape geben. Warum nicht? Die Maske sollten wir behalten, die brauchen wir. Die Splitter behalten wir auch mal. So, und du kannst auf jeden Fall eins einlagern. Du kannst beide einlagern und du kannst auch eins einlagern. Ich habe nämlich noch Kram aufgenommen. Treated to the Nee, nicht entnehmen. foremost. Kombinieren. Wir wollen kombinieren mit Weintrauben. Wir wollen kombinieren mit Erdbeeren und mit Äpfeln. Weil sonst vergammelt das. Ja, das sieht doch soweit gut Hospitality in aus. all. Jetzt müssen wir noch einlagern. Ich würde sagen, wir lagern 5 Stück auf jeden Fall ein. Und den Rest können wir soweit eigentlich lassen. Ich verliere übel schnell die Übersicht von den ganzen Sachen. So, und dann bekommt mein Fuzzi Günther bekommt jetzt seinen Umhang. Geben an Günther. Günther, Umhang, ausrüsten. Perfekt. Hast du auch noch ein. Das Cape sieht doch schon fast besser aus. Das glitscht nicht so krass rum. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ist nicht mehr so gravierend. Upgraden möchte ich. Guck mal, kann man da. Kann man das Cape nicht upgraden? Doch, das kann man upgraden. Wir könnten das Ding upgraden. Machen wir auch. Die Falling-Zähne haben wir. Das haben wir auch. Easy. Dann sind die Sachen geupgradet. Hat er irgendwas zum Kaufen Neues?
Vermundisches Schwert hatte, was besser wäre. Oh, die haben das gefixt mit dem Bug, dass es hier an der Seite so scheiße aussieht. Das ist nett. Das ist sehr nett. Wir haben zurzeit, glaube ich, das Breitschwert, ne? Niederschlagen ist um einen Punkt höher. Oh, wow. Das sieht auch nicht schlecht aus, aber das ist... Ich achte schon so ein bisschen auf das Aussehen. Keine Ahnung, das ist so ein bisschen... Manchmal muss man mehr auf Stil gehen. Das Ding kostet 13.000. Na, das nehmen wir für einen Punkt. Für einen Punkt. We shall have to find a way to reach it. Welcome to Bjorn. And quality is what you need if you want to survive. So, before you check the prime. Okay. Davon können wir die Hälfte wieder nicht ausrüsten, weil geht nicht. Wir haben die hier. 292. Die sieht schon geil aus. Die Rüstung. Ah, die kostet halt auch wieder 12.000. Das ist das Plattenharnisch. Und dann bräuchten wir die Beinplatten. Die sehen auch schon fett aus, ey. Viel Unterschied ist das gar nicht im Endeffekt. Just remember. Many thanks. I appreciate. Gut, auf ins Schloss. Obwohl, nee, noch nicht ins Schloss. Wir gehen gleich ins Schloss. Ich würde dich so gern tauschen. Oh, ich würde die Bianca gerne rausnehmen, aber Bianca ist... Oh, die ist stark. Die ist echt stark, das muss man einfach sagen. Wo willst du denn die ganze Zeit hin? Wo ist eine Chest? Follow me, Arisen. Als wenn ich nicht wüsste, wo ich zur Quest komme. Wir müssen noch ein Outfit suchen. Wahrscheinlich. Eingeschränkt dazu. Es gibt Orte, die vollkommen tabu sind, andere, zu denen nur in bestimmten Tageszeiten Zutritt gewährt wird. Wenn dich zum Beispiel eine Wache nachts auf dem Palastgelände erwischt, wirst du wegen unbefugten Betreten festgenommen und in den Kerker geworfen. Es gibt auch gewisse Orte, zu denen Vasallen allgemein keinen Zutritt haben. Maskenbälle werden regelmäßig im Maskensaal von Schloss angehalten und können dir eine Möglichkeit bieten, Bekanntschaft mit wichtigen Personen zu schließen. Maskenbälle sind allerdings formelle Anlässe und dir wird die Teilnahme nur gestattet, wenn du passend gekleidet bist. Okay. Ich könnte beinahe im Stehen einschlafen. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Mama, das ist der Maskenball. Habe ich den falschen Auftrag ausgerüstet? Ah, Maskenball. Dann geh mal dahin. Mama, das ist aber auch eine Quest, wo ich nicht erwischt werden darf, ne? Der Maßrat wird im Kerker festgehalten. Benutze den Schlüssel, den du vom Hauptmann Brand erhalten hast, um ihn einen Besuch abzustatten. Schleiche dich zwischen Mitternacht und Morgengrauen durch das hintere Palast und durchsuche das Amtszimmer. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Kerker. Ich weiß eh nicht, wo ich die Klamotten herkriege für den Maskenball. Lasst ihr mich hier überhaupt rein oder darf ich das nicht? So, you've come. Captain Brandt bade me allow you passage. Ja, nice, danke. Warum ist so eine komische Musik jetzt auf einmal? Als wenn irgendwas passiert. Keine Kiste? Nur am Looten, keine Angst. Und das will ich auch noch mitnehmen, was auch immer das ist.
What the fuck? What the fuck? Ich sollte doch hierher kommen und jetzt werde ich festgenommen. What the fuck? Falls du dubiose Taten in Städten auf den Schlossgründen oder an anderen Orten, den. Okay, das ist einfach nur, weil wir im Kerker sind. Was sollte die Scheiße? Hat doch gar nichts gemacht. Want to leave? Show us your sincerity. 15.000 will der von mir haben, damit ich hier rauskomme. What the fuck? Ich hab einen Kerkerschlüssel. Aber die Frage ist. Sag mal, er ist von robuster Machart und kann beliebig oft benutzt werden. Greifen die mich jetzt an oder wie läuft das? Hey, was geht ab? What the fuck? Nein! Lass mich in Frieden! Hilfe! Hilfe! Lass mich in Frieden. No! Killt sie! Oh, habe ich meine Gegenstände noch? Nein, die haben mir das weggenommen. Wie komme ich an meine Gegenstände wieder? Okay, so komme ich an meine Gegenstände wieder. Was? Was ist da jetzt schiefgegangen? Hier, komm, das kann. Kann ich das nicht wegwerfen? Okay. Der Goldkäfer. Den Goldkäfer wollte ich noch verwenden. Nice. Okay. Also, wir sind ins Schloss gegangen. Warte mal, ihr könntet mir mal kurz helfen. Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Genau. Okay, lesen wir uns das nochmal durch. Wird im Kerker festgehalten. Benutze den Schlüssel, den du vom Hauptmann Brand erhalten hast, um mir einen Besuch abzustatten. So. Nice, danke. Okay. Warum muss ich auf die Klappe fallen? Ich hätte die bestimmt besiegen können. Hätten wir ein paar weniger NPCs, aber das wäre jetzt nicht so traurig. Okay,
Okay. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. Probieren wir das Ganze nochmal aus. Hallo, 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 ja, ja, wir sind, ich soll in den Kerker reingehen. Du hast doch gesagt. Ja, der Durchgang. Okay, jetzt gehen wir hier runter. Okay. No time to talk, I'm afraid. I'm a... Okay, er kann nicht reden, weil er beschäftigt ist. Aber ich kann ja auch nicht schleichen. Ich habe ja nichts zum Schleichen. So, wenn ich da jetzt reingehe, greifen die mich an. Warum zum Teufel greifst du mich an? Verdammte Scheiße. Nein, jetzt werde ich schon wieder festgenommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ehrlich nicht. Aber hey, ich habe ja den Kerkerschlüssel. Okay, wenn ich dich in die Hand nehme. Ja. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Okay. Ach, shit, das ist der falsche Weg. Fuck you. Okay, fuck you. Nice. Nice. Easy. Noch einer, der einer auf die Mütze haben will? Schnell, geh rein. Hey, wer bist du? Muss ich mit dir reden? I wish to read. Er will ein Buch lesen. Er will lieber seine Ruhe. Fuck you. Bin nur Gefangener.
Nichts gesehen. Lass mich raus. Lass mich raus. Kann ich mit dir reden? Fred, I'm a busy man. I'm a busy man. Schnell öffne die Zelle, sonst sieht er mich noch. Puh, Glück gehabt. Zelle schließen. Hey, yo. No! No! Komm in meinen Kerker! Oh mein Gott, die killen mich! Uah. Oh shit! Zwei sind zu viele! Oi! Have a little faith in yourself! Oi! Oi! Okay, das funktioniert nicht. Shit, jetzt bin ich schon wieder hier drin. Gut, dass ich einen Kerkerschlüssel habe. Okay, kannst du mich jetzt in Ruhe lassen? Ich muss hier was gucken. Hier wer zum Reden? Nein. Hier ist keiner zum Reden. Weißt du was? Oh shit. Ha! Jetzt hab ich dich. Let's go! Let's go! Faster! Fuck you! Oi, have a little faith in yourself! No, das war so close. Fuck you. Consider me your bulwark. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Kick ihn nach unten. Helf mir, ich bin gefangen. Would that I had dodged that. Zu mir! Hilfe! If no one will do it in my stead, then I suppose I have little choice but to obey. Oh Scheiße, ich glaube, ich glitch das Game bald, dass hier nichts mehr geht. Weil ich liege jetzt hier und jetzt komme ich nicht in den Kerker rein. Ich kann auch nichts machen. Komm, nimm den Kerkerschlüssel und befreie dich. Fuck, kann ich nicht. Der hat den einfach runtergeworfen. Der ist tot. Du musst mich befreien. Oh, Bianca ist hinterhergeworfen worden. What the fuck? Wir haben ein kleines Problem. Ich liege hier und, ja. Bin ich im Kerker. Aber ich bin gefesselt. Alter, ihr müsst mich jetzt auch in den Kerker bringen. Hallo? Hallo? Hallo, du... Helf mir!
You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Ich lieg hier gefangen auf dem Boden. Du sollst mich befreien. Hallo? Ich glaube, das Game ist gebrickt. Also ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Die sammeln mich nicht ein. Das ist sehr schön, dass ich meine Klamotten jetzt wieder kriege, aber was soll ich damit machen? Weil ich meine, das wird jetzt... Ich kann es nicht mal ausrüsten. Und ich habe nicht mal irgendwo Fesseln, die ich ablegen kann. Was? Ja. Ja. Den kann ich nicht nutzen. Was ist, wenn ich dir den Schlüssel gebe? Kannst du mich dann... Kannst du mir jetzt helfen? Schließ die scheiß Fesseln auf! Gesagt, schließ die scheiß Fesseln auf! Nicht wegwerfen, bloß nicht! Du sollst die Fesseln aufschließen, Mann! Okay, da kommt... Ist das eine Wache? Sperrt er mich ein, wenn ich jetzt hier liegen bleibe? Nein! Komm hierher, nimm mich mit! Nimm mich mit! Okay. Speichern und fortfahren. Was? Nee, zum Titelbildschirm. Ich hoffe, dass der mich zurücksetzt in dem Sinne, dass ich dort wieder... Obwohl, ich habe ja davor sowieso gespeichert. Wo setzt er mich jetzt hin? Mega witzig, ey. Oh, nice. We shall await you here, Master. Ich komme zur Revenge. Motherfucker. Gott, so viele von diesen Hosen. Pass auf. Ich habe das Gefühl, das soll gar nicht so sein, dass sie ihn angreifen. Ich verstehe nicht, warum die mich angreifen. Das war irgendwie ein Glitch oder sowas? Yeah, haha. Bitch. Jetzt habe ich dich. Junge, jetzt habe ich dich. Jetzt kannst du ins Wasser fliegen. Fuck you. Fuck you. Okay. Fuck you. Nicht noch mal mit mir. Oi. Okay, wir können endlich in Ruhe erkunden. Oh shit. Oh shit. Nicht mit mir. Fuck you. Okay. Okay. Du bist derjenige. You looking to join? What's your problem? Ich geb dir mal Problem. Pass mal auf, ich hab ne scheiß Schlüssel für die Tür. Pass mal auf. Thanks, I suppose. Okay, dann akzeptiere ich das.
Was? Der ist einfach weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Auftrag. Triff dich mit Magistrat Valda. Der Meister wird im Kerker festgehalten. Benutze den Schlüssel, den du vom Hauptmann Brand enthalten hast, um ihn einen Besuch abzustatten. Ja, habe ich doch gemacht. Hey, yo. Have you come to release me from this jail? Who are you? I'm the Arisen. Aha. Then we are presented with three options. Or Deezer's Arisen is false, or you are lying to me. Also der ist echt ein Blitzmerker, das muss man echt sagen. Ich meine, entweder lügt ihr, oder der andere lügt, oder ich bin blöd. Have you proof that you are Arisen, as you say? Ich kann dir meine Narbe zeigen. Ah, they say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's. Oh wow, hat er das echt jetzt gemacht und sich nackig gemacht für ihn? By that mark, to seem tis true. Ich könnte mir auch einfach nur die Brust mal aufgeschlitzt haben und dann sagen, ich bin die Arisen. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be Arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true Arisen, the one fit to lead them as their ruler. Regent Alphonse, das ist aber nicht ein Mann namens Crusoe. Das ist aber jetzt nicht der von Dragon's Dogma 1, oder? Also, das ist ja eins, was wir hier spielen, so gesehen. Das ist ja nichts anderes, aber jetzt bin ich verwirrt. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Okay, nee, war er nicht. Warum grinst er eigentlich die ganze Zeit so komisch? Aye. I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Hm? Nicht meiner. Ihn auffordern zum Fliehen? Oh, you've no interest in such things? Why, the law is everything to me. It is life itself. I believe I can surmise what you came for. And though I am here on false charges, I have no intention of breaking the law to gain my freedom. What is it? Have you come to hear more tales of false Arisens? Escape? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deezer's absurd demands. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, tell me. Does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done. Eine Bibliothek? The magistrate seeks a place to quench his thirst for knowledge. Where might we find one, I wonder? Warum kann ich ihn nicht aufheben? Das wäre viel lustiger, ihn mitzunehmen. Von wegen, oh, ich will nicht fliehen. Ich nehme dich einfach mit. Ich nehme dich einfach mit. Okay, cool. Das war irgendwie witziger als gedacht. Ich habe keinen Schimmer, ob man hier schleichen sollte. Und ganz ehrlich, es gibt gar nichts. Kann man. Ich wüsste es nicht, ob man schleichen kann. Ich meine, man konnte im ersten Game schleichen. Boah, ich müsste es an meinem Steam Deck anmachen, dann könnte ich nachgucken. Aber ich verstehe trotzdem nicht. Ich bin hier hingegangen und wurde instant angegriffen. Instant. Hätte ich mein Schwert weglegen müssen, dass sie mich nicht angreifen? Dann hätte ich mich wahrscheinlich eingekerkert. Egal. Wir sind die Wachen los. Alles perfekt. Perfekt, das war auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich bin verwirrt, war mal. Hier lang, da bin ich rausgekommen.
Nicht, dass er mich gleich da oben fragt, wo sind meine Kollegen? Tja, die sind, ja, nicht mehr da. Sagen wir es so, die sind schwimmen gegangen. Oh, danke, hi. So, it was not to be. It is no surprise. Du hast nichts gesehen. Ui. Oh shit! Hui! Hui! Okay, wenn das nicht zählt, dann machen wir das so. Kann man den nicht umlegen, weil der irgendwie wichtig ist? Der andere ist verschwunden, oder? Ja, der andere ist nicht mehr da. Okay, wo hätte uns das hingeführt hier? Gucken wir mal. Wo wären wir hier hingekommen? Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht die Rüstung, die ich anhabe, oder? Das wäre echt traurig. Wo zum Teufel bin ich jetzt? Ich hab keinen Schirm mehr, was abgeht. Ich hab so den Faden verloren. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt bin. Bin ich jetzt im Schloss oder nicht? Weil ich hab ihn wieder dabei. Aber es wurde ja gesagt, ich darf mit ihm... Sehr merkwürdig alles. Oh shit, hier ist ein Stein. Say, you've got a decent arm on you. No need to be humble. Just the other day, I watched you fell a massive monster with my own two eyes. I've near seen the like. Und? Pray, sir, teach me to fight like you do. I'm after an instructor, see, but the ones in this city are cravens all. If I'm to grow stronger, I need to learn from someone who's seen actual battle. A real warrior, such as yourself. What? And this Baron fellow, he's a real warrior? I suppose you wouldn't recommend him if he wasn't. And after all, I've seen your prowess. I'm inclined to trust your judgment. Many thanks, sir. Methinks I'll seek out this Baron and see what he can teach. Der Trainer. Du hast Baron einen motivierten Soldaten gefunden. Nice. Also ich habe ihn nicht gefunden. Ich meine, der hat mich angelabert. Ja, jetzt haben wir leider unsere, unsere Pawns verloren.
Ja, Günther, das heißt, wir müssen uns neue Leute suchen. Kein Magier. Ah, nee, den auch nicht. Also, ich bin ja für einen Bogenschützen und... wollen wir einen Dieb nehmen? Nee, Magier machen wir. Ja, Magier. Axel als Frau. Nee, danke. Sid. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. If nice. Ever you need a veneer to listen. So, jetzt brauchen wir noch einen Mage. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Nice. Knowing when to use noch einen Ogre besiegen. Easy. Easy. Machen wir so. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. Tis said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts un- We meet again. Truth be told, I was hoping we might. Deswegen sitzt du da wahrscheinlich Would you auch. Care to stay and talk a moment? Du willst Geld. I'm glad. Sit down. Okay, du willst Geld. This place. I never imagined a city could be like this. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. Oft did I long for a taste of normal life. My mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my... Of course, in the end, you were the one who made the purchase. That's all right. I know you meant well. But I wanted to give you something in return by way of thanks. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mar... Thank you for indulging me. I do hope we'll... This might be worth a read. Shall we take a closer look? Was habe ich da bekommen? Hat mir gegeben, ein Stück Müll. Ein Juwel, das als Talisman geschätzt wird, seltenen Blattal zu finden. Blattal? Blatt... Battal? Nee, Battal. Battal? Battal. Warum sage ich Blatt? Battal. Und? Was soll ich damit jetzt machen? Stimmt, ich wollte gucken. Ausrüstung. Wir haben bekommen... Okay, die ist definitiv schlechter. Sieht aber cool aus. Sieht um Längen cooler aus. Ohne Scheiß, Mann. Das Ding sieht richtig cool aus. Holy shit, sieht das cool aus. Okay. Das sieht nicht so cool aus. Das ist das gleiche Cape. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das Cape habe ich bekommen, oder? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe es nicht gekauft, ne? Hier, komm, wir müssen was verkaufen. Warum ist das jetzt schon wieder verfault, Mann? Ich muss Ausrüstung verkaufen. Ich sollte mich öfters... Oh, nee. Oder? Sagt man? Ich sollte mich öfters einkerkern lassen. Das ist Free Gold, Alter. 510. You'll be glad you did. Easy. Die Frage ist, wie gut... Na, das wird nicht besser. Aber der sieht cool aus, Mann. Das sieht echt richtig cool aus. Komm, das kostet 61 Gold. 146 Gold und ein bisschen Erz. Easy. Alteisen habe ich nur ein einziges bisher gefunden. Da kommen wir auf 225. Ah, nicht mal ansatzweise. Gewicht wäre leichter. Oder? 146. Oh, wow. Das wäre viel leichter. Was kostet das, komplett abzugraden? Auch Alteisen. Verdammt. Das Ding ist übelst leicht. Und es sieht noch dazu richtig cool aus. Nice. Also das war definitiv mal ein Erlebnis mit der Quest.
Hey, wir müssen schon wieder 2000 Gold ausgeben. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when we must rest. Ja, ja. I trust we've all inspected our equipment. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated. Das kann eingelagert werden, das hier. Obwohl, warte mal, wir könnten das Cape. Into the foremost hospitality, much obliged. Du kriegst ein neues Cape. Geben, Gunther, Cape, ausrüsten. Nice. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the much obliged. Sorry, die Folge ist echt lang. Ich muss doch erstmal. Also, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man es hätte machen müssen im Kerker. Ich gucke mir witzigerweise mal ein Playthrough von jemand anders an. Einfach, weil es mich interessiert, wie haben die das gemacht? Ob es wirklich gleich ein Glitch war oder ich hätte vielleicht die Waffen ablegen müssen oder die Maske. Keine Ahnung. Wer weiß. Ob es da anders funktioniert hätte. Aber ich sage wieder schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.